Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Jana und das hier ist ein Mini-Yoga-Flow mit Meditation für mehr Ruhe und Ausgeglichenheit. Das ist perfekt, wenn du gerade viel um die Ohren hast, viel los ist und du merkst, du brauchst einfach mehr Ruhe und ein bisschen mehr Erdung. Du kannst mitmachen auf deiner Yogamatte, auf deinem Bett, vielleicht auch auf einem bequem weichen Teppich. Und wir starten in einer bequemen Sitzposition, vielleicht in so einem lockeren Schneidersitz. Wenn du deinen Sitz gefunden hast, dann leg einmal beide Hände über den Brustkorb zusammen, sodass du die Wärme der Hände spüren kannst. Schließ gerne die Augen und atme durch die Nase tief ein und wieder aus durch den Mund. Nochmal ein durch die Nase. Aus durch den Mund und ein letztes Mal ein und aus. Und dann atme ganz entspannt weiter. Und spür mal, ob du über die Hände deinen Herzschlag wahrnehmen kannst. Vielleicht kannst du den Herzschlag etwas beruhigen, indem du ganz ruhig tief in deinen Bauch atmest. Ganz locker und entspannt. Und gib deinem Atem ein bisschen Zeit, immer tiefer in deinen Bauch zu sinken mit der Einatmung. Ganz locker wieder auszuströmen mit der Ausatmung. Und bleib ganz bei deiner ruhigen Atmung. Und spür in dein Becken. Spüre, wo dein Becken auf der Unterlage aufliegt. Lass es dort noch tiefer reinsinken, lass es richtig schwer werden. Und spüre, wie du gehalten wirst, wie du wirklich dein Gewicht abgeben kannst. Dann öffne langsam blinzelnd die Augen und öffne einmal beide Arme über die Seite weit nach außen auf. Und mit der Ausatmung gib dir eine große Umarmung, verschränk die Arme vor dir und lass den Oberkörper über vorne sinken. Der Kopf wird ganz schwer, der Rücken wird rund. Und wenn du magst, verlagere dein Gewicht ganz leicht von links nach rechts. Löse die Umarmung und setz die Hände vor dir auf den Boden auf. Und spür mit der ganzen Handfläche den Boden. Nimm Kontakt auf. Und gib ruhig so ein bisschen Gewicht in die Hände, in die Finger. Wandere mit den Händen langsam nach vorne. Lass den Kopf immer noch schwer sinken. Nimm hier einfach nur den Boden einmal für dich wahr. Taste ihn mit den Händen ab und gib da richtig Gewicht rein. Schieb die Hände in den Boden. Und mit der Kraft aus den Händen richte dich langsam wieder nach oben auf. Der Oberkörper bleibt ganz entspannt und die Hände schieben dich über den Boden zurück nach oben. Lass dir Zeit und wenn du oben angekommen bist, tausch einmal die Beine aus. Vielleicht lockerst du kurz zwischendurch durch. Und das Bein, was eben vorne war, kommt nach hinten. Das Bein, was eben hinten war, kommt nach vorne. Und dann atme wieder ein, nimm die Arme über die Seite weit raus.
und tausche auch hier einmal durch. Der Arm, der eben unten war, kommt nach oben. Der Arm, der eben oben war, kommt nach unten. Und wenn du zu deiner Umarmung gefunden hast, dann lass wieder den Oberkörper über vorne sinken, den Kopf schwer werden. Wenn du magst, verlagere das Gewicht leicht von Seite zu Seite. Und löse die Hände und lauf wieder mit den Händen über den Boden. Spür den Kontakt. Und spür, wie der Boden dein ganzes Gewicht trägt. Dann wieder aus der Kraft der Hände. Schieb dich langsam nach oben, Kopf und Oberkörper sind immer noch entspannt. Sinken nach unten und die Hände schieben dich nach oben zum Sitzen. Und dann bleib bei dieser Verbindung zwischen Händen und Boden und finde deinen Weg in die Rückenlage. Nutze so wenig Energie dafür, wie möglich. Lass dich von den Händen stützen. Entweder direkt über hinten oder du gehst über die Seite. Es ist noch ein Stückchen gemütlicher auf die Unterarme, auf die Seite und von da auf den Rücken. Bis du ganz bequem in Rückenlage angekommen bist. Und dann lass die Arme einfach rechts und links von dir liegen und guck mal, was für dich, für die Beine am angenehmsten ist. Entweder lässt du die Füße aufgestellt, ein bisschen weiter als mattenbreit und lässt dann die Knie über die Mitte zusammensinken. Oder wenn das angenehmer ist, streck die Beine einfach aus, lass sie ganz flach am Boden liegen. Und nimm hier ein paar Atemzüge für dich. Atme wieder bis tief in den Bauch. Und spür, wie der Boden dich trägt. Und lass den Hinterkopf extra tief nach unten sinken in deine Unterlage. Lass dein Becken ganz schwer werden. Und dann auch die Füße noch ein bisschen tiefer einsinken. Und mit der nächsten Einatmung zieh die Knie zu dir ran. Mach einmal ein ganz kleines Paket. Der Oberkörper bleibt entspannt abgelegt und du ziehst die Knie so nah es geht zu dir ran. Entweder eng geschlossen Richtung Brustkorb oder leicht geöffnet über die Seite. Guck mal, was für dich angenehmer ist. Und dann roll leicht von links nach rechts über den Rücken. Und gib wieder dein ganzes Gewicht ab. Komm langsam in der Mitte zur Ruhe. Und finde zurück in deine Lieblingsposition in Rückenlage. Entweder mit den Füßen aufgestellt oder mit den Beinen ganz lang. Von hier leg eine Hand unten auf den Bauch und die zweite oben auf den Brustkorb. Lass den ganzen Körper ganz schwer werden und spür über deine Hände einfach nur deine Atmung nach. Spür der Bewegung nach im Bauch, im Brustkorb mit der Ein- und Ausatmung. Lass deine Stirn ganz weit und weich werden.
letzten extra langen, tiefen Atemzug hier. Und dann, wenn du soweit bist, roll dich auf deine Lieblingsseite. Zieh die Knie leicht zu dir ran. Lass gerne die Augen geschlossen und helf dir wieder mit den Händen. Schieb dich ganz langsam, ganz gemütlich zurück nach oben zum Sitzen. Finde hier nochmal deinen bequem aufrechten Sitz. Spür einen kurzen Moment nach. Und atme tief ein durch die Nase. Aus durch den Mund. Nochmal ein durch die Nase. Aus durch den Mund. Und ein letztes Mal ein. Und aus. Und wenn du soweit bist, öffne langsam blinzelnd die Augen. Und ich hoffe, du hast ein bisschen Ruhe gefunden. Wenn dir die Meditation gut getan hat, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Ich verlinke dir auch gleich nochmal ein Video im Endscreen mit einer Meditation für mehr Erdung und Ruhe. Auch die kann dir super gut tun. Wenn du dich unruhig fühlst, probier das einfach mal aus. Und dann freue ich mich drauf, bald wieder mit dir zu meditieren. Bis dann!